Hallo und herzlich willkommen. Heute starte ich mit einer neuen Reihe an Testvideos rund um Elite Dangerous. Beginnen wir mit dem Abbau. Dafür habe ich mir verschiedene Schiffe ausgesucht, mit denen es sich lohnt, das wertvolle Gestein aus den Asteroiden zu schmelzen. Der Test findet im System Nikan statt. Am dortigen Planeten Nikan 4 finden wir sehr häufige metallische Planetenringe, an denen wir unser Glück versuchen. Im selben System haben wir den Smeetenport, bei dem man in aller Regel die Metalle sehr gut verkaufen kann. Deswegen fiel die Wahl auf das System. Was benötigen wir alles für den Abbau? Es sollte ein Schiff sein, welches einige optionale Module verbauen kann. In diesem ersten Video werde ich einmal die allgemeinen Module vorstellen, die man braucht, später dann für das jeweilige Schiff genauer darauf eingehen, welche Module Sinn machen und welche eher nicht. Als wichtigstes Modul brauchen wir einen Abbaulaser. Diesen gibt es in zwei Ausführungen, einmal als kleines Modul und einmal als mittleres Modul. Außerdem benötigen wir eine Raffinerie im Schiff, die die eingesammelten Brocken zu den wertvollen Metallen weiterverarbeitet. Um im schier endlosen Asteroidenmeer der Abbauringe auch die richtigen ausfindig zu machen, sind Abbaudrohnen zu empfehlen. Diese Drohnen kann man auf einen Asteroiden abfeuern, um zu sehen, was sich in diesem verbirgt und ob es sich lohnt, die Arbeit aufzunehmen. Ein weiteres wichtiges Modul sind die Sammeldrohnen. Die kleinen Helferlein sammeln automatisch die abgebauten Brocken ein und bringen diese sicher zum Schiff zurück. Darüber hinaus ist ein möglichst großer Frachtraum zu empfehlen. Alle weiteren verfügbaren Module werden als Frachtmodul ausgestattet. Ein weiteres Modul, welches absolute Priorität hat, ist der Energieverteiler. Dieser sollte, wenn möglich, so gut es geht verwendet werden, sprich die maximale Modulgröße mit der besten Modulwertung zu nehmen. Damit haben wir den allgemeinen Überblick, den ich in den folgenden Videos nicht jedes Mal ausführen werde, da gehen wir dann direkt in das jeweilige Schiff. Fangen wir nun an und nehmen das meiner Meinung nach erste Schiff, mit welchem man gut Abbau betreiben kann. Das ist die Cobra MK3. Das erste Schiff, welches über ausreichend optionale Module verfügt, um alles mitnehmen zu können. Dafür schauen wir uns die Schiffskonfiguration einmal genauer bei Coriolis an. Da sind wir auch schon bei Coriolis. Die Cobra MK3, das erste Schiff, welches ich empfehle, um damit Bergbau zu betreiben. Für den Test habe ich mir gespart, alle internen Module aufzuwerten. Das sind lediglich die Standardmodule, hier das Kraftwerk, die Schubdüsen, Frameshift-Antrieb, Lebenserhaltung und die Sensoren sind alle als E-Module geblieben. Da könnt ihr natürlich nach Gutdünken so oder so bessere Module verwenden, wenn ihr das möchtet. Es geht mir jetzt darum, erstmal bei der Cobra MK3 zu schauen, okay, am Anfang hat man sowieso nicht so viel Geld, um jetzt hier das Mindeste einzubauen, womit man wirklich gut Bergbau betreiben kann. Deswegen der Energieverteiler auf alle Fälle, ein 3A-Energieverteiler, mehr ist nicht möglich. Das reicht aber ganz gut aus, kann ich euch schon mal versichern. Dann Laderäume, die ersten beiden Module, zwei schöne 4er Laderäume rein, damit kommen wir dann auf 32 Tonnen Fracht. Da oben sehen wir es, 32 Tonnen sind das. Der Schildgenerator, der sollte meiner Meinung nach trotzdem immer drin sein. Ihr könnt natürlich, wenn ihr ein bisschen waghalsig unterwegs seid, den weglassen und da nochmal einen Laderaum reinbauen. Der hätte dann natürlich 48 Tonnen Fracht, aber kein Schild. Ihr müsst immer bedenken, dass es unter Umständen sein kann, dass der ein oder andere Pirat mal kommt, wenn ihr zurück zur Station fliegt, um dort die Waren dann zu verkaufen. Also lieber am Anfang mit Schildgenerator. Geht lieber auf Nummer sicher, dann ist alles in Ordnung. Dann eine 2C-Raffinerie, die hat 4 Behälter. Es gibt dann natürlich noch andere. Wir können noch die 2B nehmen. Die hätte 5 Behälter, kostet aber im Vergleich zu 2C schon 340.000. Und die 2A-Raffinerie über 1 Million Credits. So viel kostet das Schiff nicht mal insgesamt. Die 2C-Raffinerie reicht aber für den Anfang auf alle Fälle aus. Denn bei der sind wir kostentechnisch hier unten bei 113.000. Da rechts sehen wir es. So,
Dann noch eine 1A Sammeldrohnensteuerung. Damit hätten wir 12 Minuten lang eine Drohne, die für uns die Brocken einsammelt. Reicht meiner Meinung nach auch vollkommen aus für den Anfang. Und dann noch eine 1A Erzsuchersteuerung. Ich verwende auch bei den ganz großen Schiffen immer nur die 1A Erzsuchersteuerung. Keine andere. Es gibt da auch größere Module, aber mir reicht immer eine einzige Drohne aus, mit denen ich die Brocken dann anpiekse, um zu schauen, was sich in denen befindet. Also ich persönlich brauche keine zwei, drei Drohnen gleichzeitig, die auf verschiedenen Brocken unterwegs sind. Deswegen, ihr könnt da auch mehr später verwenden. Hier geht es nicht, weil die Modulgröße nicht ausreicht. Aber für mich persönlich und auch in den nächsten Videos ist immer nur die 1A Erzsuchersteuerung drin. Deswegen nicht wundern, ich komme damit super schon immer zurecht. Dann, es gibt auch größere Sammeldrohnensteuerung. Es gibt noch, die gibt es halt nur als 1er-Module, als 3er-Module oder als 5er-Module. Also es gibt keine 2er- und keine 4er-Module. Sonst hätte man hier ein 2er-Modul eventuell für eine Drohnensteuerung einbauen können. Aber die gibt es nur 1, 3 und 5. Deswegen ist hier nur ein 1er-Modul drin in dem 2er-Slot, genauso wie es bei der Erzsuchersteuerung der Fall ist. Die halten, wie gesagt, 12 Minuten. Die kosten auch nicht wirklich viel und man kann halt nur maximal eine Drohne haben, aber für den wenigen Laderaum reicht das trotzdem und das klappt ganz gut. Ich werde dann auch gleich noch ein Video zeigen, auch wie lange das dann gedauert hat, bis der Laderaum voll war, und das reicht für den Anfang auf alle Fälle aus. Dann, die Cobra hat den Vorteil, sie besitzt zwei Medium-Aufhängungsplätze, zwei Aufhängungsmodule. Ihr könntet versuchen, ich habe jetzt hier nur einen Erzabbaulaser drin, den 2D. Ihr könntet vielleicht auch noch einen zweiten. Da kostet einer um die 22.500 Credits. Das Problem ist allerdings, bei zwei Abbaulasern, das habe ich getestet, wird der 3er Energieverteiler sehr schnell leer. Also da müsst ihr dann andauernd warten, bis er sich wieder aufgeladen hat, und dann, um dann wieder abbauen zu können. Deswegen empfehle ich, baut lieber wirklich nur einen rein. Da könnt ihr dann auf der Feuertaste drauf bleiben, bis der fast leer ist, der Brocken. Das ist angenehmer. Es ist wirklich angenehmer, dann doch lieber nur mit einem zu arbeiten. Der Energieverteiler gibt einfach nicht mehr her. Natürlich auch da könnte man über die Ingenieure die ganzen Module modifizieren, aber den ganzen Ingenieurskram lasse ich hier komplett mal raus. Da ich weiß, dass auch einige von euch das noch nicht gemacht haben, und für den Anfang ist das sowieso eher nicht zu empfehlen. Also wir haben 32 Tonnen Fracht mit Schildgenerator, einen Erzabbaulaser, eine 2C Raffinerie, 1A Sammeldrohnensteuerung und eine 1A Erzsuchersteuerung und der große 3A Energieverteiler. Da würden wir dann insgesamt auf die Kosten von knapp 700.000 Credits kommen. Also das müsste man schon investieren. Da schlägt natürlich die Raffinerie mit 113.000 zu Buche, der 3A Energieverteiler mit 158.000. Ihr könntet es natürlich auch mit kleineren Energieverteiler mal probieren. Ich würde denken, ein 3B würde auch noch gehen. Kostet nur 63.000, also nicht mal die Hälfte, wenn er da noch ein bisschen oder noch nicht genug Geld habt, dass ihr sagt, okay, ich habe bloß 650.000 gerade, dann baut statt den 3A Energieverteiler lieber den 3B Energieverteiler ein und dann kommt ihr, denke ich, immer noch ganz gut mit einem Abbaulaser hin. So, das wäre es dann erstmal zur Schiffskonfiguration. Wie gesagt, der Link dazu, der ist in der Videobeschreibung drin. Dann hätte ich für euch noch eine andere Seite, viele von euch werden die schon kennen, eddb.io. Auf der kann man alles Mögliche für das Spiel finden. In dem Fall ist es dafür interessant. Entweder ihr könnt euch hier rechts oben über die Bodies andere Systeme natürlich auch suchen, in denen man gut Abbau betreiben kann. Dafür wären hier rechts oben die beiden Sachen sinnvoll, oder die müsst ihr einfach angeben, und zwar einmal die Pristine. Das ist die Häufigkeit der Metalle, also wie viel vorkommt, in dem Fall sehr häufig. Und dann metallische Ringe. So, wenn ihr das sucht, müsstet ihr hier unten noch ein System angeben, in dem ihr euch gerade befindet. Ich gebe jetzt einfach mal eines der Startsysteme ein, LHS 3447. Dürften viele von euch kennen. Zack. Und wenn ihr dann rechts unten auf Find Bodies geht,
wird euch hier unten nach einem kurzen Warten angezeigt, wo ihr die findet. So, und da sehen wir dann auch das System Nikan, den ich meine. Da geht's hin. Das sind knapp 100 Lichtjahre vom Start entfernt. Und auch alle anderen, na, hier 40 Lichtjahre. Aber wie gesagt, ich habe mich für das System Nikan entschieden, weil dort der Smeaton-Port sehr gute Verkaufspreise in der Regel hat. Das sehen wir gleich noch. Das wäre das. So könntet ihr von eurem jetzigen Standpunkt aus nach Systemen suchen, die auch sehr reichhaltige metallische Planetenringe besitzen. Und wenn ihr hier oben rechts könnt, dann auch nach sortieren. Das dauert ein kleines bisschen mit dem Laden. Hat sie es gerade aufgehangen? Mann, also, nee, er sucht noch. Genau. Auch danach gucken, welches vielleicht am nächsten dran ist. Aber fliegt nicht in diese Sachen, nicht in diese Weltgeschichten. Das sind diese kleinen Asteroidenfelder zwischen den Planeten, oft nah an Sternen dran. Dort bitte nicht. Baut dort nicht ab. Das macht keinen Sinn. Nehmt immer, guckt immer, wo Ringe dabei sind. Das macht deutlich mehr Sinn. So, und dann, hauptsächlich ging es mir aber eigentlich darum, euch nochmal zu zeigen, okay, wenn ich jetzt irgendein Modul brauche, dann, und ich weiß vielleicht nicht genau, wo ich es finden kann, könnt ihr gerne auch die Seite nehmen. Gebt dann hier links unten wieder euer System ein, in dem ihr euch gerade befindet. Huch, verkehrt. So, RHS-3447 zum Beispiel. Und hier oben, wenn wir jetzt mal den Energieverteiler nehmen, das ist der Power-Distributor. Und wir suchen halt wirklich den 3A. Gebt ihr das ein, rechts oben, links unten das System. Dann sucht das System für euch, wo ihr die findet, sogar in ihrer Warte nebenan gibt es das. Und ja, in ziemlich vielen umliegenden Systemen, in dem Fall ist es noch geordnet von gerade eben, da seht ihr dann, in welchem System und in welcher Station ihr das finden könnt. Also eine ganz feine Sache. Auch da kann man das dann ganz easy finden. Während meines Tests beschränke ich mich auf verschiedene Materialien, die ich abbauen möchte. Das wäre zum einen Samarium, Praseodym, Gold, Osmium, Palladium, Platin und Painit. Wie wir gerade sehen, sind das auch die Verkaufspreise, die man im Smeaton-Port erzielen kann. Und ihr seht schon, die fallen in dem Fall sehr hoch aus. Zum Beispiel für Gold 10.875 Credits pro Tonne. Das ist schon eine ganze Menge. Also höher geht es eigentlich fast nicht mehr. Bei Painit 119.000 ist sehr viel und auch Platin für 48.000 ist eine ganze Menge. Das muss nicht immer der Fall sein im Smeaton-Port, aber schon sehr häufig, dass man die direkt im selben System dann sehr gut verkaufen kann. Gehen wir wieder zurück zur Cobra MK3. Mit der habe ich nun getestet, wie lange dauert es mit dieser Schiffskonfiguration, einmal den Frachtraum voll zu machen und ein zweiter Flug beinhaltet dann, wie viel Painit kann ich ungefähr abbauen mit einer kompletten Ladung an Sammeldrohnen, die ich im Schiff gelagert habe. Bei der Cobra MK3 könnt ihr ruhig die 32 Tonnen voll mit Sammeldrohnen packen. Auch die kosten nochmal ein bisschen Geld. Ihr müsst dafür innerhalb in der Station auf die Ausstattung gehen und dann dort die Drohnen nachzufüllen bzw. euch in den Frachtraum zu laden. Die dürft ihr nie vergessen. Man kann zwar auch Drohnen über die Synthese herstellen, aber das kostet Materialien, die sind jetzt nicht so teuer. Da müsst ihr einfach mal gucken, ob ihr da eventuell schon ein paar Materialien dabei habt. Aber kauft die zur Sicherheit immer direkt in der Station, bevor ihr aufbrecht. Dann brechen wir also auf zum Planeten Jekan 4. Und wenn wir dann gleich dort angekommen sind, ist es wichtig, dass wir den A-Ring anfliegen, sprich der innere, hellere Ring ist dann auszuwählen. Auch da kann man noch mal ein bisschen gucken beim Anflug auf den Planetenring, dass man da am besten eine Stelle nimmt, an dem einen der Ring sehr dicht erscheint. Je heller der Ring an der Stelle ist, desto mehr Brocken tummeln sich dann auch auf einer Stelle. Also es gibt dann innerhalb der Ringe schon verschiedene Zonen, an denen die Brockendichte, die Asteroidendichte mal höher ist und mal nicht so hoch. Man darf natürlich nicht vergessen, die neuen Module auch einer Feuergruppe zuzuweisen. Der Abbaulaser, der muss natürlich in eine Feuergruppe und dann auch die Sammel- und die Erdsucherdrohnen sollten mit
einmal als Sekundärwaffe zum Beispiel registriert sein, rechts dort, wo man die Feuergruppen einstellen kann, und macht euch zwei Feuergruppen. Jede der Feuergruppen, da ist immer der Abbaulaser aktiv, und dann als Sekundärwaffe einmal die Sammeldrohnen und einmal die Erzsucherdrohnen. Wenn ihr dann alles eingestellt habt im Schiff und den passenden Brocken gefunden habt, an dem es sich lohnt abzubauen, beginnt die Arbeit. Ihr positioniert euch relativ nah am Brocken, beginnt mit dem Abbaulaser auf den Brocken zu schießen, und nach lösen sich dann die kleinen Brocken, die dann von unserer Sammeldrohne eingesammelt werden. Ihr könnt und ihr müsst, vor allem jetzt am Anfang, da die Raffinerie nur 4 Behälter hat, das ein oder andere Abfallprodukt auf die Ignorieren-Liste setzen. Das geht, wenn die Brocken abgebaut sind. Links im Menü kann man dann verschiedene Sachen auf Ignorieren setzen. Das wird dann einfach von der Sammeldrohne ignoriert, beziehungsweise von der Raffinerie, und nur die Sachen werden eingesammelt und verarbeitet, die ihr wirklich haben wollt. Und ihr wollt wirklich nur die teuren Metalle haben, die wirklich viel Geld bringen. Alles andere, was wenig bringt, kommt alles auf die Ignorieren-Liste. Guckt dazu vielleicht vorher nochmal in dem Warenmarkt nach. Was bringt wenig? Was kann ich wirklich da lassen und brauch's nicht mitzunehmen? Das, was viel Geld bringt, habe ich euch gezeigt. Und kümmert euch lieber darum, wirklich die teuren Sachen mitzunehmen. Am Anfang habt ihr nicht viel Platz. Deswegen ist es wirklich wichtig, da viele der niedrigen Sachen einfach auf die Ignorieren-Liste zu setzen. Nun kann es sein, wenn der Frachtraum voll ist und noch Brocken eingesammelt werden möchten und die Raffinerie auch nichts mehr an euren Frachtraum packen kann, weil der einfach zu voll ist, dann entledigt euch einfach ein paar Drohnen, die ihr noch übrig habt. Es kann sein, dadurch, dass wir am Anfang den Frachtraum vollgeladen haben mit den 32 Drohnen, dass wirklich einfach zu viel drin ist, dann entsorgt einfach die Drohnen, gebt die auf, die werden dann aus dem Schiff geschmissen und werden auch nicht wieder von eurer aktiven Sammeldrohne eingesammelt, sondern werden da liegen gelassen. Das ist der einfachste Weg, wieder ein bisschen Platz zu schaffen. Das wird am Anfang häufiger mal passieren, und so kriegt man dann am schnellsten wieder Frachtraum frei. Wenn die Drohnen erschöpft sind und der Frachtraum dafür aber gefüllt ist, ist es Zeit heimzukehren. In diesem Fall hat es mich keine 15 Minuten gedauert und der Frachtraum war mit relativ gut verkaufbaren Metallen gefüllt. Ihr seht es in dem Bild, 8x Osmium, 5x Gold und 18x Praseodym. Wenn wir nun in den Warenmarkt zurückkehren und unser hart erarbeitetes Material verkaufen möchten, bekommen wir in dem Fall für das Gold insgesamt 54.375 Credits, für das Osmium 106.536 Credits und für das Praseodym 153.018 Credits, was insgesamt 313.929 Credits macht. Reiner Gewinn. Und damit hat man schon mal knapp die Hälfte der Cobra wieder drin. Das ist eine feine Sache. Für ungefähr, mit Hin- und Rückflug 16 bis 17 Minuten Arbeit. Ich würde sagen, das ist wirklich ein guter Mittelwert, die 313.000. Ich gehe eher davon aus, dass vielleicht sogar noch ein bisschen mehr möglich ist, in so 15 Minuten ungefähr. Dann habe ich noch einen anderen Test gemacht, und zwar, wie viel Painit kann ich mit einer ganzen Frachtladung voll Drohnen ersammeln? In dem Fall hatte ich wohl möglich schon ein klein wenig mehr Glück, als es in der Regel der Fall ist. Wobei in diesem Abbauring schon relativ häufig auch dieses sehr wertvolle Painit vorkommt. Ich habe ungefähr gerade mal 20 Minuten gebraucht am Standort direkt. Also direkt im Abbauring war ich da knapp 20 Minuten zugange und habe 15 Tonnen Painit bekommen. Das ist eine ganze Menge. Das ist fast die Hälfte des Frachtraums der Cobra. Das bedeutet, ich habe für das Painit, für die 15 Tonnen im Smeatonport, 1,78 Millionen Credits gemacht. In 20 Minuten, mit Hin- und Rückflug vielleicht 25 Minuten, was schon ein enorm guter Wert ist. Dabei sei gesagt, ich hatte 5 Brocken angepiekst, die auch tatsächlich Painit beinhaltet haben. Ich habe nichts anderes mitgenommen, sondern nur das und alles andere auf die Ignorierenliste gesetzt. Die Brocken hatten zwischen 10 und 30% Painit-Anteil. Also auch da würde ich sagen, das war, wie gesagt, schon ein bisschen mehr
Glück als Verstand. Aber ich gehe von aus, so irgendwas zwischen 5 bis 10 Tonnen Painit könnten schon bei einer Runde einmal alle Drohnen durchprobieren, ob irgendwo Painit dabei ist, auch dabei sein. Probiert selber. Es ist eine gute Sache. Einfach mal nur versuchen, auf das sehr wertvolle Painit zu gehen. In meinem Fall jetzt hat es sehr, sehr gut funktioniert, was ich selber nicht gedacht hätte. Vielleicht habt ihr sogar noch ein bisschen mehr Glück. Vielleicht ein bisschen weniger. Es lohnt sich so oder so. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt nur die wertvollen Materialien mit, die ich vorhin angezeigt habe, oder ihr probiert es wirklich mal nur auf Painit-Suche zu gehen. Das war's erstmal mit dem ersten kleinen Test. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen und ihr findet Gefallen daran, dass ich jetzt in der Richtung auch mal ein bisschen was probieren möchte. Die ganze Reihe mit dem Abbauen geht noch mit einigen anderen Schiffen weiter. Dazu dann in den nächsten Tagen mehr. Das dauert immer ein bisschen länger, solche Videos zu produzieren als eine normale Aufnahme. Aber ich hoffe, es gefällt dem einen oder anderen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt die einfach in den Kommentaren. Ich versuche wie immer so schnell und so ausführlich wie nur irgendwie möglich drauf einzugehen. Viele andere tun das auch. Vielen Dank dafür. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß und vor allem viel Erfolg beim Abbauen und dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.